So, guten Morgen, liebe Freunde. Neues Video von Savage Scooters. Heute mal aus, naja, sagen wir mal, ungewöhnlicher Perspektive. Ich sitze bei mir im Büro. Der Hund kommt auch gerade rein. Guten Tag. Ich habe eine kleine Neuigkeit für euch. Und zwar wird sich ab jetzt, ab sofort für euch eine Möglichkeit ergeben, wo wir zusammen Spaß haben können. Nämlich, es gibt einen monatlichen Dino Day oder einen monatlichen Prüfstandstag. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, gerne zu mir kommen. Auf meiner Webseite wird es ein Bewerbungs- oder Kontaktformular geben, wo ihr euch bewerben könnt mit eurem Roller für diesen Dino Day, Prüfstandstag. Ihr könnt dann zu mir auf den Prüfstand kommen. Wir machen 3, 4, 5 Messungen, gucken mal, was euer Roller so hergibt. Natürlich wird das Ganze per Video gefilmt. Das heißt, wer dann zu diesem Prüfstandstag kommt, kann sich darauf einstellen, dass es von ihm Videomaterial gibt. Das heißt, ihr werdet dann auch in den Videos auftauchen. Ihr könnt mit Rollern kommen, wie zum Beispiel Schaltroller, Blechroller von Lambretta und Vespa. Automatikroller und sowas machen wir nicht. Wir machen also nur Oldies. Getuned, ungetuned, Standard, wie auch immer. Das, was ihr habt, könnt ihr anschleppen. Das Kontaktformular oder beziehungsweise die E-Mail-Adresse und die Internetadresse blende ich euch jetzt mal ein. Ihr könnt euch dann bewerben. Ich werde dann aus den Zuschriften auswählen, was wir dann an diesem Tag machen. Ihr kriegt dann den Termin von mir zugesandt und ja, dann hoffe ich, dass wir da ein paar schöne Stunden erleben können und ein bisschen Spaß generieren können, sowohl für euch als auch für die Leute, die das Ganze dann im Video sehen. Ja, wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann bewerbt euch, schreibt mir eine E-Mail, schreibt über das Kontaktformular am besten, also eigentlich am besten über das Kontaktformular, weil dann habe ich alle eure Daten und kann euch dann kontaktieren und mich dann auch bei euch zurückmelden. Also ich hoffe, ihr findet an der Sache genauso viel Spaß wie ich. Das Ganze gibt es auf diversen anderen Portalen, bei YouTube und bei anderen YouTubern auch. Ich denke, das ist eine ganz coole Sache, sodass ihr euren Roller mal messen könnt und wir ein bisschen Spaß zusammen haben, so ein bisschen gegen die Langeweile und die Tristesse im Winter mal anstinken können. Wir gucken jetzt einfach mal, was dabei rauskommt. Das Ganze soll so ein bisschen gegen die Langeweile sein, die so in den Wintermonaten auf uns Rollerfahrer wartet. Und wir schauen mal, was wir daraus machen können und bieten so ein bisschen Entertainment, ein bisschen Content für euch, die ihr dann da an dem Bildschirm oder am Handy oder wo auch immer sitzt. Und auch für die Leute, die mit ihren Rollern dann zu mir auf den Prüfstand kommen. Mal gucken, was passiert. Ich freue mich. Ab jetzt könnt ihr euch bewerben und dann lasst uns da den Winter ein bisschen zusammen begehen und ein bisschen Spaß haben. Und ich hoffe, dass die Idee gefällt euch genauso, wie sie mir gefällt. Meldet euch bei mir und dann gucken wir mal, was wir zusammen auf die Beine stellen können. In diesem Sinne, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee.